Ich bin mir ziemlich sicher, so habt ihr In Death Unchained noch nicht gesehen. Ich habe hier In Death Unchained auf der Oculus Quest 2 und die Auflösung ist höher. Wie ihr das einstellen könnt, pro Spiel, also nicht wie bei der Sidequest, dass die einfach insgesamt die ADB-Einstellung verändert, um die Spiele ja hochauflösend aussehen zu lassen. Ihr könnt es mit dieser App, die ich euch in diesem Video zeige, für jede einzelne App individuell einstellen, um das Bestmögliche aus den Spielen rauszukitzeln. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch in diesem Video. Also bleibt dran. Und damit herzlich willkommen bei Ikuma Games. Um diese App hier soll es gehen, der Quest Games Optimizer. Der sorgt nämlich dafür, dass ihr ADB-Befehle, wie ihr sie von SideQuest kennt, um ja, die Leistung hochzutreiben oder die Auflösung höher zu setzen bei der Oculus Quest 2, einfach per Klick einstellen könnt. Und ich habe hier ein paar Vergleichsbilder, aber ich zeige euch nachher noch in der Quest, wie das Ganze aussieht. Hier vor der Oculus, vor dem Quest Games Optimizer, ich weiß nicht, welches Spiel das ist, Contractors, glaube ich, genau, Contractors. Vorher, nachher, auf jeden Fall viel, viel auflösender. Das ist auf jeden Fall eine super Sache. Die App kostet 5 Dollar, aber meiner Meinung nach ist sie das auch wert. Wenn ihr das gekauft haben solltet, zeige ich euch hier, wie ihr die installiert. Erstmal müsst ihr das Ganze runterladen. Ihr könnt entweder die Quest Game, also den Launcher, die APK manuell runterladen und dann mit verschiedenen Wegen die auf die Quest bekommen. Oder ihr habt hier gleich ein Komplettpaket, um das Ganze dann zu installieren. Ich empfehle euch das Komplettpaket, aber ich gehe auch nachher noch auf die anderen Methoden ein. Wenn ihr noch nicht wisst, was ADB-Commands sind, dann erkläre ich euch das hier kurz. Also ADB-Commands sind Befehle, die man als Entwickler oder Hacker von einem PC an ein Android-Device erteilen kann. Diese Befehle kennen wir schon von SideQuest. Wer die App noch nicht kennt, da könnt ihr dann APKs und so weiter sideloaden auf eure Oculus Quest 2. Und es gab nebenbei noch Funktionen, da die Auflösung hochzuschrauben von der Quest 2 oder eben die GPU hochzutakten und solche Sachen. Das macht diese App auch. Und damit ihr das aber überhaupt benutzen könnt, diese App, müsst ihr die Wi-Fi-Verbindung aktivieren. Also das ist eine extra ADB-Wi-Fi-Einstellung, die müsst ihr auf jeden Fall aktivieren, damit diese App funktioniert. Und das zeige ich euch gleich mit der meiner Meinung nach einfachsten Methode vom Entwickler selbst mit einer Installationsdatei. Aber es gibt hier noch zusätzliche, die zeige ich euch nur kurz hier. Bugjäger ist eine Art ja, ADB-Virus-Connection. Ich glaube, das ist eine App, die ihr euch mit dem Handy runterladen könnt. Wenn ihr Oculus-Developer seid oder euch dafür eingetragen habt, könnt ihr da auch den Developer Hub nutzen und hier den ADB Wi-Fi Port oder die ADB Wi-Fi Connection aktivieren. Über SideQuest geht das eben, wenn ihr oben links die Quest angeschlossen habt, könnt ihr, ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt, hier oben ist ein Wi-Fi-Symbol, könnt ihr das Ganze connecten. Das sorgt ja halt eben dafür, dass ihr ADB-Commands kabellos ändern könnt. Oder eben, ja gut, Mobile SideQuest oder eben das, was ich euch zeige, das fünfte, die Installation. Da ist eine Ausführungsdatei, die könnt ihr starten. Und dann wird die APK auf eurer Quest installiert und die Wi-Fi-Verbindung wird erstellt. Und das zeige ich euch jetzt. Ich habe die App jetzt auf meinem Desktop und habe sie schon entpackt. Hier habt ihr dann folgende Dateien. Einmal ADB, da sind die Befehle wahrscheinlich gespeichert. ADB-Wi-Fi-Connection.bat. Installation.bat und die APK nochmal gesondert. Hier ist auch ein README, da steht drin, was ihr dafür tun müsst. Genau, aber ich erkläre euch das so selber nochmal. Damit ihr das installieren könnt, müsst ihr erstmal eure Oculus Quest 2 per USB an euren PC anschließen. Wenn das geklappt hat und ihr in der Oculus Quest 2, wo habe ich sie? Ja, ich habe sie schon mit dem Kabel angeschlossen. Dann müsst ihr in der Oculus Quest 2 müsst ihr einstellen, dass ihr die USB-Verbindung akzeptiert. Habt ihr das getan? Klickt ihr hier auf Installation.bat.
Dann öffnet sich hier erneut, ja, erstmal so ein Fenster, ist natürlich eine eigengeschriebene Datei, die müsstet ihr dann erlauben. Könnt ihr natürlich auch Viren und so weiter überprüfen. Ich habe dem jetzt vertraut, das ist ein Entwickler mit viel Unterstützung von der Community aus Frankreich. Wenn ihr das ausführt, habt ihr hier ein, genau, jetzt hat er die Quest geöffnet. Es kann sein, dass wenn ihr das startet, dass die Quest drinnen nochmal verlangt, dass ihr die USB-Verbindung akzeptiert. Da müsst ihr auf immer zulassen drücken, sonst funktioniert es nicht, weil er sich dann irgendwie an und also quasi mehrmals reconnectet und dann eigentlich nochmal eine Bestätigung haben möchte. Gebt immer zulassen an, dann soll das funktionieren. Die BAT, diese Ausführungsdatei, schließt sich dann von alleine und dann müsste es eigentlich schon geklappt haben und ihr müsstet dann die APK bzw. die App in eurer Quest 2 haben. Das zeige ich euch aber gleich. Leider ist es so, wie bei SideQuest, also bei den Befehlen, die ihr bei SideQuest einstellen könnt, bei der Neustart der Quest 2 müsst ihr die Verbindung neu starten. Also es ist eine spezielle ADB-Wi-Fi-Connection. Ihr müsst das Ganze nicht neu installieren, aber wenn eure Quest neu gestartet sein sollte, dann müsst ihr nur noch mal die ADB Wi-Fi-Connection.bat starten. Natürlich wieder angeschlossen an euren PC. Abgesehen davon müsst ihr aber nichts neu einstellen. Alle eure Einstellungen in der Oculus Quest 2 bleiben gespeichert. Ihr müsst nur diese Verbindung dann eben neu kalibrieren. So, und wenn jetzt alles funktioniert hat, können wir uns schon in der Quest 2 treffen. Wenn dann alles beim PC geklappt hat, könnt ihr den Quest Games Optimizer in eurer Oculus Quest 2 finden und starten. Bevor wir das aber machen, schaut euch doch mal mein Oculus Home Menü an. Ich habe das natürlich für euch schon vorab umgestellt und ihr solltet hoffentlich den Unterschied erkennen, wenn ihr Quest-Nutzer seid. Das Ganze sieht bombastisch aus, hochauflösend und flüssig. Toll, oder? Wir gucken uns mal hier die Schaukeln, finde ich, sind immer ein super gutes Beispiel. Also ich nehme gerade in 60 FPS auf. Das ist natürlich nichts, was man jetzt alltagsmäßig machen würde, aber fürs Aufnehmen ist das super. Ich nehme das Ganze ja sowieso in 60 FPS auf, von daher solltet ihr den Unterschied nicht erkennen. Hier diese Schaukeln. Da die bewegen sich ja ganz leicht, da sieht man ja oft Kanten flimmern total stark. Hier alles super hochauflösend. Aber ich zeige euch das gleich im direkten Vergleich, dann werdet ihr das auf jeden Fall sehen. Um die App zu starten, müsst ihr in eure Bibliothek, App Library, hier oben rechts auf, habt ihr das normalerweise auf alle, ne? Da seht ihr eure ganzen Games. Hier geht ihr drauf und klickt auf unbekannte Quellen. Da habt ihr dann den Quest Games Optimizer. Den könnt ihr starten und dann, mir war ja jetzt schon an, seht ihr dieses Menü hier vorne? Ich gehe das mal mit euch durch. Hier oben habt ihr die Versionsnummer, könnt ihr mal abgleichen, ob die dann für euch passt. Hier ist ein Toggle, wo ihr das dann on-off einstellen könnt, dass er eine Berechtigung bekommt, die Spiele in der Library zu starten. Darauf gehe ich später noch näher ein. Und hier oben rechts habt ihr Settings, beziehungsweise habt ihr eher Informationen, Spendenmöglichkeit. Und da gehe ich jetzt auch nochmal kurz drauf ein. Für Content Creator ist super hier so eine Aufnahmefunktion. Da könnt ihr die von quasi schon von SideQuest bekannten Einstellungsmöglichkeiten auswählen. Ich nehme das Ganze zum Beispiel in 1080p. 16 zu 9 in Full Rate auf, also in jetzt gerade 60 FPS. Hier in der Mitte habt ihr eure Spiele, die ihr dann einstellen könnt. Ihr könnt die favorisieren. Dann seht ihr hier unter Favoriten die Spiele, die ihr gerne umstellt. Und hier rechts habt ihr Presets, HD, UHD und wenn ihr es eingestellt habt, so ein kleines Männchen für eure eigenen Einstellungen. Manche Spiele haben auch so einen Turbo-Modus, aber das erkläre ich euch hier am Beispiel vom Oculus Home. Wenn ihr jetzt hier auf Oculus Home klickt, dann wird er das Spiel schon starten in den Einstellungen, die hier vorgegeben sind. Wenn ihr aber daneben klickt, dann öffnet sich dieses Einstellungsfenster. Oben seht ihr die Presets, die vorhanden sind. Die Presets werden handverlesen von der Community oder dem Entwickler. Und hier gibt es dann zum Beispiel den Turbo-Modus, der soll quasi bei gleichbleibender Auflösung von dem Spiel, was es dann normalerweise hat, aber dann eben hier CPU und GPU wird dann hochgetrieben, Fixed Forwarded Rendering, die eine optimale Einstellung und die Herzzahl
soll relativ hoch sein. Das sorgt dann dafür, dass ihr ein flüssiges Erlebnis habt. Zum Beispiel bei Pistol Whip gibt es dieses Preset. Da ist die Auflösung gleich, aber das Spiel ruckelt nicht. Das ist ja natürlich gerade bei Beat Saber und Co. Eine tolle Sache. Der HD-Modus gibt euch quasi den besten Mittelweg zwischen Grafikeinstellungen. Die Auflösung wird ein bisschen hochgesetzt. Die Herzzahl bleibt bei automatisch, wird dann wahrscheinlich die Einstellung übernehmen, die die Quest hat. Bei mir zum Beispiel 90 Hertz und CPU, GPU, alles auf dynamisch. Alles quasi so eingestellt, dass es gut läuft und ein bisschen schöner aussieht als vorgesehen. Das kann natürlich oft auch nicht dynamisch sein, wenn die Spiele grafikhungrig sind, dann wird es vielleicht anders eingestellt sein, aber verlasst euch da einfach mal auf die Presets. UHD-Einstellungen ist eine Einstellung, um auf Kosten der Framerate, ihr seht hier 72 Hertz, ein höheres Erlebnis zu bieten. Zum Beispiel hier im Oculus Home, finde ich, bewegt man sich ja sowieso nicht so viel, da könnte man das ruhig nutzen. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe hier quasi die Einstellungen von UHD übernommen, aber ich habe 60 Hertz genommen, um euch zu zeigen, also um das Ganze zu capturen. Bei 72 Hertz ist es für euch angenehmer, 60 Hertz ist super zum Capturen, weil ich nehme ja sowieso in 60 FPS auf. So, und dann, um euch den direkten Vergleich zu zeigen, gehe ich doch einfach mal hier unten mit der Auflösung runter. Ihr seht die Schaukeln, ja, ihr könnt es wahrscheinlich trotz Aufnahme, müsstet ihr das gut erkennen können, die sind knackscharf in 60 FPS und das sieht super aus. Was ich jetzt mache, ist das Ganze runterzustellen. Hier, wenn ihr das unten eingestellt habt, könnt ihr zurückgehen und dann auf Oculus Home hier auf die Taste klicken oder auf den Launch-Button hier rechts. Und dann nach einer kurzen Wartezeit solltet ihr jetzt ein super pixeliges Bild sehen. Wir gehen nach vorne. Hier diese Schaukel. Ihr seht's, oder? Das ist ein absoluter Pixelbrei. Und genauso ist es dann auch gedacht, dass ihr das Ganze hier runterstellen könnt. Im Home-Menü ist es immer so eine Sache, ob das gut geklappt hat. Aber bei mir hat es jetzt gut geklappt. Eben hat es kurz geruckelt, aber jetzt ist alles wieder flüssig in den 60 FPS, die ich eingestellt habe. Nur, dass es eben nicht so hoch aufgelöst ist. Wir gehen wieder rein in die App. Wir bleiben jetzt einfach mal bei dieser hässlichen Oculus Home-Menü, damit der Unterschied vielleicht noch krasser sichtbar ist gleich im Spiel. Das Tolle bei dieser App, ich weiß gar nicht, ob ich das gut genug erklärt habe, ihr könnt die Sachen einzeln einstellen. Das heißt, mein Oculus Home-Menü ist jetzt nicht hoch aufgelöst, aber wenn ich jetzt zum Beispiel InDev Unchained im HD-Modus hier starten möchte, dann tut er das und verändert nicht das Oculus Home-Menü. Das ging bei SideQuest, soweit ich weiß, nicht. So, wir nehmen jetzt hier die Variante von InDev Unchained. Ich habe versucht hier, ich will ja in 60 FPS aufnehmen, das heißt, ich habe hier das Preset gleich versucht zu kopieren. Fixed Forwarded Rendering, GPU und CPU auf Insane und die Herzzahl auf 60 Hertz und dann ungefähr, es ist hier jetzt natürlich ein bisschen schwierig, aber doch, ich kann das ja hier mit dem, 1850 mal 2035, das ist das Preset, nur eben in 60 FPS. Kleine Anmerkung zu Fixed Forwarded Rendering, je nach App ist es stärker sichtbar oder weniger sichtbar. Das sorgt dafür, dass euer peripheres Sichtfeld weniger hoch aufgelöst wird, das spart Ressourcen und je höher dieser Bereich ist, desto enger ist dieser Bereich, also der sichtbare Bereich in der Mitte ist dann hoch aufgelöst und der äußere Bereich weniger hoch aufgelöst bei einer sehr hohen Einstellung. Ändert sich quasi das Sichtfeld. Also wenn es sehr hoch ist, das Fixed Forwarded Rendering, kann es sein, dass ihr im peripheren Sichtfeld das noch ein bisschen wahrnehmt. Aber dadurch, dass die Linsen ja sowieso nicht einen unendlich großen Sweet Spot haben, sondern die Clarity abnimmt nach außen hin, es verschwommen wird, kann es sein, dass ihr im verschwommenen Bereich das sowieso überhaupt nicht wahrnehmt. So, wir wollen in Depth
in meiner Einstellung starten. Ihr habt hier Indeth Unchained, habe ich auch als Favorit hier markiert im HD-Modus. Ich habe hier ein eigenes Preset eingestellt, da bekommt ihr dieses kleine Mannequin. Und wie schon gesagt, wenn ihr diesen Toggle da oben aktiviert habt, könnt ihr das Ganze auch einfach hier im Spiel starten. Wenn ihr das hier startet, taucht im Ladescreen unten eine Aufnahme, so ein Hinweisfeld auf, dass die Einstellungen vom Games Optimizer übernommen werden. Ich habe es bestimmt schon irgendwo im Video gesagt, wenn ihr eure Quest neu startet, müsst ihr das Ganze neu einstellen. Also müsst ihr das zumindest neu auswählen. Da bin ich mir tatsächlich gar nicht so sicher. Ihr müsst auf jeden Fall diese Wi-Fi-ADB neu starten, aber ob ihr dann die Einstellung hier neu starten müsst, da bin ich mir jetzt gerade nicht unbedingt sicher. So, wir starten Indeth Unchained. Wir befinden uns jetzt also in Indeth Unchained. Bitte bedenkt, ich nehme auf, das heißt, sollte es zu Ruckelei kommen, dann liegt es eher an der Aufnahmefunktion als an dem Programm. Dieses Programm hat jetzt natürlich dafür gesorgt, dass Indeth Unchained höher aufgelöst wird mit den Einstellungen, die ich vorgenommen habe. Und ihr solltet es vielleicht erkennen, wenn ich in die Ferne gucke, in VR ist das ja natürlich immer noch mal extremer, ich sehe ganz wenig bis kein Kantenflimmern. Und wahrscheinlich könnte man die Auflösung noch ein bisschen höher schrauben, wenn man die GPU und die CPU auf Insane stellt, nicht aufnimmt, könnte man wahrscheinlich noch ein bisschen höher auflösen. Warum sieht das auf der Quest 2 nicht so gut aus? Ja, wahrscheinlich um Akkulaufzeit zu sparen oder aus sonstigen Gründen. Das könnt ihr hier natürlich einfach umgehen mit dieser App. Das ist eine super Sache. Ich nehme, wie gesagt, in 60 FPS auf. Ist super auch für Content Creator, die, vielleicht schon einen stabilen Magen haben. In 60 FPS sieht das natürlich, könnte es auf den Magen gehen. Ich kann das hier super in 60 FPS aufnehmen. In besserer Qualität. Und was soll ich sagen? Das ist eine super geile Funktion. Und das kann ich natürlich für jedes Spiel einzeln einstellen. In manchen Games ist mir vielleicht ein bisschen eine höhere Framerate wichtig. In anderen Games, wo ich mich nicht viel bewege, ist mir vielleicht einfach eine höhere Auflösung wichtig. Und das Spiel spielt sich ganz normal wie immer. Ich persönlich würde es halt, wie gesagt, in einer höheren Framerate spielen, aber normalerweise nehme ich ja auch nichts auf. Ne? Ja, wenn es noch irgendwelche Schwierigkeiten geben sollte, schreibt es mir in die Kommentare. Hier, guck mal, wie dieses Bild aussieht. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Cool. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr die App ausprobiert habt, wenn es Schwierigkeiten gibt, helfe ich euch gerne weiter. Ist ein super Tool von einem Hacker in Zusammenarbeit mit der Community. Hat noch gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, wie es verdient hätte, meiner Meinung nach. Und der Entwickler arbeitet auch schon an einer Pico-Version. Das wäre doch nochmal geil, auf der Pico 4 alles ausreizen zu können. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch weiterhelfen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, abonniert diesen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.